Grüß Gott, ich will meine Favoriten machen. Katastrophe. Ich will auch gleich anfangen, weil ich glaube, das Video wird ein bisschen kurz werden und vielleicht auch für viele langweilig, weil ich Sachen herzeige, die ich euch jedes Monat zeigen werde, weil ich ja ein paar Sachen aufbrauchen will. Das habt ihr aus den Lern-Challenge gesehen. Also wenn ihr das Video nicht sehen wollt, dann dreht es einfach weg. Aber ich will das halt machen, weil ich eine Playlist habe für Favoriten, also mache ich es einfach. Also wundert euch nicht. Deswegen mache ich auch ein kurzes Video daraus, weil das lange rumlabern würde sich, glaube ich, nichts bringen. Ein Favorit, den ihr noch nicht kennt, das ist dieses Body and Soul Wellness Massage Körperöl. Und ich finde das richtig, richtig angenehm. Das zieht super auf der Haut ein und es riecht auch super. Also das Duschgel und das Peeling mochte ich jetzt nicht davon. Aber das Massagekörperöl, meine Fresse, finde ich richtig, richtig cool. Weil das zieht auch super ein. Dann habe ich noch einen Favoriten und zwar ein Parfum. Ist ja logisch, wenn ich erst mit dem Favoritenvideo angefangen habe, aber wurscht. Das ist von Versace. Und ich habe mich auch damit eingesprüht, aber nicht auf meine Kette. Aber man riecht irgendwie nichts mehr. Also jetzt, dass seit der Parfum so weit benutzt ist, ich hoffe, ihr könnt es sehen, rieche ich ihn nicht mehr. Aber ich würde ihn mir vielleicht sogar nochmal nachkaufen, wenn ich mal nach Tschechien kommen würde. Weil da sind sie billiger, die Versace Parfums. Jo, den Flakon werde ich mir natürlich wieder aufheben, weil der ist ja, den kennt ihr aus meiner Parfumsammlung. Den finde ich richtig, richtig cool. Leider ist da nicht mehr viel drinnen, aber er riecht sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall ein Favorit von mir. Würde ich mir auch irgendwann einmal sicher nachkaufen, wenn ich das Geld dafür habe. Dann kommen wir schon zum Make-up-lastigen. Und zwar habe ich einmal den... Nein, Blödsinn. Einmal die BB-Cream von Garnier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist aber die mit Matteffekt und ich glaube, da ist auch nicht mehr ganz viel drinnen. Aber ich liebe dieses Teil, wirklich. Also es mattiert und mit dem Puder von Catrice, also ich kann euch das auch gleich zeigen, mit dem hier kommt das nicht cakey, sagt man das so? Oder... Also man sieht nicht, dass ich Puder drauf habe. Bei dem anderen Puder von Catrice, das was ihr eh auch in dem Aufgebraucht-Video gesehen habt, jetzt kriege ich das nicht auf, Herrgott nochmal. Da hat man das gesehen, dass ich Puder benutzt habe, aber bei dem sieht man es eben nicht. Man braucht doch gar nicht so viel. Ich habe mir gedacht, durch das, dass es nicht so gut pigmentiert ist, braucht man viel, aber man braucht eben nicht so viel. Und ich finde die Verpackung ja, also die viereckige Verpackung, ihr wisst, ich liebe die. Ja, davon habe ich ja zigtausend Backups, bin ich froh darüber. Also die zwei in Kombination sind ein richtig, richtig großer Favorit von mir. Und die, wie ihr hört, ist auch bald leer. Hört ihr das? Also wird die nicht mehr lange halten, leider. Dann lange nicht mehr gesehen, aber jetzt wieder ein Favorit von mir, auch weil ich ihn in dieser leeren Challenge habe natürlich. Aber ich benutze ihn sehr gerne. Da ist auch noch Brücken drin. Das ist der Art Deco Bronzer. Der wird diesen Monat sicher leer werden, also... Ja, finde ich schade. Ich weiß aber dann eh schon, welchen ich als nächstes dann benutze. Moment, ich könnte euch noch mal anders herzeigen zum Beispiel. Also es ist nur noch was in den Rand drinnen. Aber jetzt dadurch, dass ich ein bisschen brauner war, oder beziehungsweise noch ein bisschen bin, sieht man das nicht so, dass er zu dunkel und zu orangestichig ist. Aber er ist ein super Bronzer. Ich liebe ja die Art Deco Bronzer sowieso, aber das wisst ihr ja. Das ist ja eh nichts Neues. Aber von diesem Sommer habe ich ihn mir nicht gekauft, weil er einfach zu teuer war. Also das wollte ich einfach nicht machen. Der hat, glaube ich, 20 Euro oder so kostet. Und das war es mir nicht wert. Dann habe ich zwei Blushes, obwohl mir das schon wieder aus dem Hals raushängt. Aber das ist, glaube ich, eh nichts Neues. Ich glaube, das wird das Einzige sein, was ich vielleicht nicht leer kriegen werde, dieses dämliche Teil da. Ich meine, das ist schon die Urkuhle drin. Ja, sag mal so, oder? Also die Ur... Also man sieht, dass es benutzt worden ist, aber ich bekomme es einfach nicht. Hit the pen. Nein, geht einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und mich nervt das irgendwann einmal dauernd, dasselbe Blush zu benutzen. Also habe ich dieses hier benutzt und das ist schon jetzt ein Favorit, weil das so super zum Herbst passen würde. Ich schmeiß mal den Pinsel da raus. Das ist das von Rival de Loup, das Hazelnut Dream. Und ich finde die Farbe sowas von schön. Ich habe das auch heute drauf und ich liebe die Farbe. Es stinkt ein bisschen. Aber ich finde, dass die Farbe total schön ist. Also von der Farbe bin ich megamäßig begeistert. Und ich glaube, das kriege ich vielleicht schneller leer, als das andere, wenn ich das wieder mal nicht schaffe, leer zu machen. Jetzt kommen wir mal zu den Augen. Und zwar habe ich wie immer das Quattro von Essence so gern benutzt. Es wird auch ein bisschen weniger immer wieder. Ist ja auch in der leeren Challenge drin. Das liebe ich noch immer sehr. Besonders die Farbe für meine Augenbrauen. Also dieses Braun ist super. Ist so richtig schön dunkel.
Dann noch ein Favorit der P2-Lidschatten, den grünen, den kennt ihr ja eh auch hin und auswendig, da ist aber auch nicht mehr viel grün vorhanden, wie ihr sehen könnt. Liebe ich aber noch immer und ich bin traurig, wenn der dann leer geht. Sehr, sehr traurig. Dann von der Into the Wild wieder den braunen, den zeige ich euch auch nur kurz, so sieht der jetzt schon aus. Liebe ich auch sehr, aber wird, ach meine Nase juckt, wird sicher auch irgendwann leer gehen. Noch ein Favorit, den ihr schon kennt, der Misslin-Lidschatten, der helle. Liebe ich zum Verblenden. Das schaut so toll aus, wenn ich das mit dem Grün, mit dem Braun und dann das mit das zum Verblenden, das schaut einfach total geil aus. Jo, und dann habe ich noch zwei Lippenstifte, die könnten euch vielleicht mehr interessieren, weil die nicht so oft hergezeigt wurden. Außer den habe ich jetzt schon sehr oft tragen und deswegen komme ich zu dem am Schluss. Und noch einen habe ich, das ist der von Shein, den kennt ihr auch aus dem Video. Der ist sowas von schön. Also ich liebe diesen Lippenstift. Ich liebe ihn. Ich finde den Schimmer so geil. Aber ich habe ihn jetzt ja wieder weniger benutzt, weil ich diesen Nude-farbenen die ganze Zeit benutzt habe. Also so jetzt Mitte des Monats. Und zwar den von M&Y. Und den will ich unbedingt irgendwo ein Dupe dazu finden. Wirklich. Weil der ist sowas von schön. Der wird aber leider... ich habe ihn noch drauf. Und der wird auch bald leer werden. Also diesen Monat überlebt er auf gar keinen Fall leider. Zu viel swatchen. Hier. Ich liebe diesen Nude. Und das ist so ein richtig schönes Nude. Aber angenehmes Nude. Nicht nur... Ja, ich kann es aber nicht beschreiben. Vielleicht werde ich bei Essence schauen oder bei Manhattan, ob es einen Dupe dazu gibt, weil er geht leider bald dem Ende zu und ich liebe diesen Lippi. Aber wenn ihr einen Dupe dazu kennt, das war die Farbe aus dieser... Also die Verpackung müsstet ihr noch kennen. Wie hat die Kiss Culture, glaube ich, hat die LA geheißen. Und die Farbe ist es. Wenn ihr einen Dupe kennt, bitte schreibt mir das sofort in die Kommentare. Aber ich suche dringend einen Dupe. Ich swatche euch den von Shein auch nochmal. Das ist eher so ein schierer Ton. Den habt ihr hier jetzt. Das ist eher so ein schierer Lippenstift, aber auch sehr, sehr schön. Jo, das waren meine Favoriten für August. Ich hoffe, die September-Favoriten werden nicht so langweilig. Ich werde auch versuchen, ein bisschen vielleicht zu wechseln von den Lidschatten und so, dass ich mich vielleicht ein bisschen abwechseln. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es immer wieder dasselbe ist, aber... Ich will ja auch was lernen, also muss es immer dasselbe sein. Und so seht ihr ja auch ein bisschen, was ich wie weit aufbrauche schon. Finde ich jetzt. Jo. Also sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.